and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 252. Heute mit einer Spezialausgabe. Wir haben im Interview den Supermittelgewichtler Patrick Rokohl. Wikipedia schreibt: Patrick Rokohl, geboren am 6. April 1988 in Wolfenbüttel, Deutschland, ist ein deutscher Profiboxer. Im Jahr 2018 wurde er WBO-Europameister im Supermittelgewicht und GBU-Weltmeister im Halbschwergewicht. Hallo Patrick, grüße dich zum Interview. Hallo ihr zwei. Wir haben vorab schon bei Instagram ein paar Fragen uns von unseren Hörern eingeholt. Soll ich anfangen, oder wie? Achso, scheiße, ich wollte das Intro gerade einspringen, also das Sample, das hat aber nicht geklappt. Egal, Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. Das war das Sample, was kommen sollte. Verdammt. Okay. Dann fangen wir vielleicht mit der Einstiegsfrage an von, warte mal, Chris931 und Fboxing1 und wir auch, haben sie uns gestellt. Ja, natürlich hat man das schon öfter gehört, aber wir wollen trotzdem nochmal wissen, wie du zum Boxsport überhaupt gekommen bist und wer dich da irgendwie hingeführt hat und wann? Mit dem Boxsport habe ich im Alter von 12 Jahren begonnen. Es war so, dass meine Mutter eine Sportart für meinen 3 Jahre jüngeren Bruder gesucht hat, wo er ein bisschen Gewicht verlieren sollte. Hat sich dann für den Boxsport entschieden und ich bin mit zum Training gekommen das erste Mal und bin seither tatsächlich dabei geblieben. Mein Bruder hat, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren wieder aufgehört, aber unterstützt mich seither auch tatkräftig. Aber ist deine Mutter irgendwie immer Boxfan gewesen? Also ich meine, ist ja nicht so gewöhnlich, dass jetzt die Mutter unbedingt Boxen aussucht. Deswegen frage ich, wie ist sie darauf gekommen? So. Die meisten spielen ja Fußball, ne? So, keine Ahnung, oder was anderes. Ja. Fußball habe ich tatsächlich parallel die ersten Jahre, wo ich mit dem Boxsport angefangen habe, auch noch gespielt. Aber ich glaube, es ging halt in erster Linie um meinen Bruder und einen Sportler zu finden, wo er halt gut Gewicht verlieren kann. Und ja, sie ist auf den Boxsport gekommen. Sie hat jetzt nicht vorher irgendwie im Fernsehen Boxen geguckt oder so? Also hatte sie damit irgendwas tatsächlich geguckt? Tatsächlich nicht, nee. Ach so, das ist ja witzig. Okay, dann ist ja einfach so darauf gekommen. Und wo bist du dann gelandet? Also in welchem Verein? Wo hast du angefangen? Bei wem? Beim Boxclub 72 in Braunschweig. Ah, okay. Und dann hast du dort deine Amateurkarriere begonnen und weißt du noch, wie viele Amateurkämpfe du ungefähr gemacht hast? Hast du das gezählt? Ich finde tatsächlich meinen Boxpass nicht mehr. Es waren aber so zwischen 60 und 70 Amateurkämpfe. In etwa. Und bist du da schon, also wann hast du dich mit dem Gedanken so befasst, irgendwie Profi zu werden? Also war das schon immer so, stand es mal im Raum? Wenn du mit dem Boxsport anfängst und anfängst, Wettkämpfe zu bestreiten, dann ist das irgendwie schon ein Traum, aber also bleibt halt erstmal nur ein Traum und dann im Alter von 18 Jahren habe ich das erste Mal mit den Gedanken gespielt, Profi zu werden. Ich wurde dort im Internet kontaktiert von einer Person, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und habe damals noch bis 69 Kilo geboxt und habe lange hin und her überlegt, habe mich aber noch gar nicht bereit dafür gefühlt, Profi zu werden. Für mich war das so ein riesengroßer Schritt von den Amateuren zu den Profis und habe dann abgelehnt. Und dann im späten Alter, ich weiß gar nicht, wie alt war ich, als ich Profi geworden bin, ich glaube, 26 und 26 habe ich dann doch nochmal den Schritt gewagt. Darf ich fragen, warum du es dann erst so spät gemacht hast, weil du die erst, ich vermute jetzt mal, du hast ja eine abgeschlossene Ausbildung zum Industriemechaniker, dass du dir da erstmal einen soliden Background schaffen wolltest, oder? Ja, für mich war im Alter von 18 halt, also war das noch gar nicht denkbar und habe dann auch irgendwann dann gar nicht mehr daran gedacht, Profi zu werden. Habe auch einige Verletzungen erlitten bei einem Amateur, kleinere Verletzungen, nichts Gravierendes, die mich halt auch immer wieder aus der Bahn geworfen haben. Und dann war es so, dass ich mit dem Boxsport schon fast ganz aufgehört habe.
Bin viel zum Kraftsport gelaufen, habe erheblich zugenommen. Wollte dann eigentlich noch mal ein paar Kämpfe bei einem Amateur im Schwergewicht machen, bis 91 Kilo. Hatte zu dem Zeitpunkt ca. 91, 92 Kilo. Und habe dann mit einem damaligen Freund gesprochen, der zu dem Zeitpunkt schon Profi war. Und habe ihm halt gesagt, ich möchte noch mal ein paar Kämpfe machen im Schwergewicht. Und er hatte mich dann halt gefragt, warum ich es nicht bei den Profis probiere und was habe ich denn zu verlieren. Und dann haben wir uns des Öfteren darüber unterhalten und dann habe ich den Schritt gewagt und bin letztendlich auch glücklich darüber. Aber 91 Kilo, also Schwergewicht bei den Amateuren zu, jetzt sagen wir mal, einem super Mittelgewicht, ist ja auch schon ein ziemlicher Unterschied. Ich meine, gut, du bist 1,86. Bei den Amateuren verteilt sich das ja nochmal ein bisschen anders, weil du auch einfach weniger Runden boxen musst. Aber wie kam, dein erster Kampf war ja am 20. Dezember 2015 gegen, jetzt kann ich den Namen schon nicht aussprechen, Janice Dollei in Herten. Sieg durch K.O. in der ersten Runde. Wie fühlt sich so der erste Profikampf im Vergleich, ich sag jetzt mal, zu einem normalen Amateurkampf an? Ist da irgendwie eine größere Aufregung oder fühlte es sich ähnlich an? Ja, mit Sicherheit eine größere Aufregung. Ich habe es auch im Vorfeld kaum jemandem berichtet. Mein kleiner Bruder hat mich begleitet nach Herten und sonst habe ich das bis auf meiner Mutter und meinem engeren Umkreis eigentlich niemandem erzählt. Ich wollte mir nicht so einen großen Druck aufbauen und war definitiv ein bisschen aufgeregter als bei den Amateuren und zu dem Gewicht kam es halt, wie ich schon gesagt habe, so, dass ich halt kurz zuvor viel Fitness gemacht habe, viel Kraftsport ausgeübt habe und habe dort halt dann relativ viel zugenommen, was aber eigentlich natürlich nie mein austrainiertes Gewicht war. Von daher fiel mir das dann relativ leicht, in der richtigen Trainingsvorbereitung dann meine Kilos wieder zu verlieren. Ja, du hast in dem Kampf 87 Kilogramm auf die Waage, also beim Wiegen auf die Waage gebracht und dein leichtestes Gewicht war ja bis jetzt 75,5 Kilogramm. Also fühlst du dich in welcher Gewichtsklasse fühlst du dich dann zu Hause so? Also ist es, oder wo siehst du deine Zukunft? Ist das im Supermittel oder halb schwer oder ist es irgendwie dir egal? Sowohl Supermittel als auch halb schwer. Mein größten Erfolg habe ich halt in Supermittel erzielen können und ich glaube meiner Meinung nach auch die besten Kämpfe. Jetzt ist es momentan so, dass ich wieder einiges über 80 Kilo wiege, sodass ich meinen nächsten Kampf im Halbschwergewicht boxe. Ich fühle mich in beiden Gewichtsklassen wohl. Und letztendlich sind es ja auch nur knapp 3 Kilo Unterschied. Das ist eigentlich mit einer ausreichenden Vorbereitung ganz gut handelbar. Okay, also würdest du keine bevorzugen, ja? Also dir ist es echt dann egal. Also ist halt nicht so viel Unterschied. Du kannst locker in beiden Gewichtsklassen immer boxen, sozusagen. Ja, genau. Also im Halbschwergewicht habe ich natürlich dann auch dementsprechend ein besseres Gewicht und mehr Kraft. Und aber wenn, um die Frage zu beantworten, mit einer richtigen Vorbereitung im großen Kampf, würde ich mich wahrscheinlich im Supermittelgewicht noch wohler fühlen. Und wie viel hast du sonst so? Mit wie viel mehr Kilos läufst du sonst so rum? Also ist es so, dass du dann 10 Kilo zunimmst, so wenn du mal nicht boxst, so wie manche Leute früher, so manche Boxer? Oder wie so ein Felix Sturm zum Beispiel, ja, der mal einfach 90 Kilo, glaube ich, wog und dann zum Kampf 18 Kilo abgenommen hat? Ich bin tatsächlich eigentlich dauerhaft jemand, der sich gut und ausgewogen ernährt und so, dass ich dann nicht ganz so viel zunehme. Ich habe natürlich im Start der Vorbereitung auch immer meine 6, 7 Kilo mehr, aber sobald die Vorbereitung beginnt, purzeln die Kilos von alleine. Ich habe tatsächlich nie große Probleme gehabt, irgendwie dann auch mein Gewicht auf die Waage zu bringen. Außer in Australien, als ich in Australien gekämpft habe, war es relativ schwierig, durch die Wassereinlagerung, durch das Klima. Da habe ich die letzten 2 Tage noch ein bisschen Gewicht machen müssen und habe erst einen Schrecken bekommen, dass ich das Gewicht irgendwie nicht schaffe und habe es dann tatsächlich auf ein 100. Länder aber doch geschafft beim ersten Anlauf. Ja, okay. Aber wo wir gerade bei der Ernährung waren, da hat auch auf Instagram jemand eine Frage gestellt. Also, okay, wie soll ich den Namen aussprechen? A1SJJ. Wie ernährt sich ein Champ, hat er gefragt, weil wir gerade dabei waren. Wie? Ja.
Ja, da streiten sich ja so auch so die Leute. Einige sind ein Riesenfan von diesem Intervallfasten. Bin ich gar kein Fan von, weil wir Profiboxer müssen alle extreme Leistung bringen. Ja, letztendlich verzichte ich eigentlich auf süße Sachen, auf Zucker, auf so schlechte Fette, Chips etc. Also ich ernähre mich ausgewogen, gesund und probiere auch weitestgehend nur zu Hause zu essen, wenn es die Zeit denn zulässt, sodass ich auch weiß, was ich esse. Ja, du hast doch, glaube ich, irgendwo gesagt, dass du so einen Stoffwechseltest gemacht hast oder so, ne, um zu wissen, auf was dein Körper mehr reagiert und dass du irgendwie kein Reis mehr isst oder so. Ja, genau, tatsächlich. Also, wie gesagt, letztendlich ist ja Reis als Kohlenhydratquelle generell auch immer noch besser als irgendwelche Chips oder irgendwelche Weizenprodukte. Ich habe aber vor 2,5 Jahren diesen Test gemacht, diesen Stoffwechseltest, den du angesprochen hast. Hab mir den nie groß durchgelesen und jetzt vor einem Dreivierteljahr habe ich mal richtig reingeschaut und habe halt gesehen, Reis ist für mich halt überhaupt nicht gut. Also es ist halt auch immer individuell, jeder hat einen anderen Stoffwechsel, jeder verstoffwechselt die Produkte anders. Und jetzt gerade anfangs Corona-Zeit habe ich da relativ viel mich beschäftigt, was ich esse, was ich essen darf. Und fühle mich jetzt sogar besser denn je. Wir hatten letztens Ünsal Arik auch im Interview gehabt und er schwört ja ziemlich auf eine vegane Ernährungsweise, auch in der Kampfvorbereitung, oder generell besser gesagt. Immer, ja. Während jetzt, sagen wir mal, Boxer wie Vincent Feigenbutz auch mal gerne Pizza essen. Wie sieht das bei dir aus? Ernährst du dich sehr fleischlastig wegen den Proteinen und den Fetten oder ist das wirklich sehr, sehr ausgewogen? Bei mir ist es wirklich sehr ausgewogen. Also ich probiere auch wirklich maximal nur einmal am Tag Fleisch zu essen. Also wenn ich 4 Mahlzeiten am Tag esse, dann knall ich mir dann nicht irgendwie 4 Mahlzeiten mit Fleisch rein. Ich habe es auch mal ausgetestet, mich eine Vorbereitung vegan zu ernähren. Das war okay. Ich habe jetzt aber keine großen Unterschiede gemerkt und mir fehlt einfach so ein bisschen was. So die Lebensqualität fehlt ein bisschen. Ich esse gerne mal ein Steak und ich esse auch gerne Fisch. Und fühle mich dabei halt ganz gut, aber ich übertreibe es halt auch nicht mit dem Fleisch. Wenn, was du ja eben gerade gesagt hast, normalerweise Kilos purzeln ja relativ schnell bei dir. Du hast aber gesagt, du musst natürlich noch mal ein bisschen Wasser auch aus dem Körper rausbringen, kurz vorm Kampf. Sag mal jetzt, der Kampf ist, du würdest jetzt nächste Woche Freitag, wir haben heute Sonntag, du würdest nächste Woche Freitag boxen. Bei welchem Gewicht müsstest du jetzt sein, um im Halbschwergewicht nächste Woche Freitag boxen zu können? Ja, kommt drauf an, um welchen Preis. Ne? Ich meine, man kann schon innerhalb von einer Woche 6-7 Kilo kann man schon verlieren, aber du verlierst halt auch extrem an Substanz und an Muskulatur. Und nicht nur an Wasser. Von daher, also möglich wäre das, dass man 6-7 Kilo. Nein, ich meinte jetzt so, wenn du jetzt, also der Kampf wäre schon vor Monaten angekündigt worden. Ah, okay. So dann meinte dann, ich das. Also okay, jetzt nicht dann, auf Teufel komm raus. Ja. Naja, ideal wären vielleicht so 2,5 Kilo drüber. Dass man noch für die letzte Woche, für die letzte Sparingswoche noch genügend Energie hat und da verliert man ja auch nochmal. Und dann kann man die letzte Woche dann nochmal ein bisschen über Wasser machen, aber halt auch, wie gesagt, nicht zu viel, weil man sonst auch die Muskulatur mit angreift. Ünsal Arik hatte uns mal erzählt, dass er kurz vorm Kampf für die Entwässerung ganz viel Wasser trinkt, weil der Körper dann irgendwie so eine Art Schockmoment hat und dann mehr Wasser verliert, als er zu sich genommen hat. Machst du sowas auch? Ja, das ist ja das typische Entwässern. Also man kann ja, also das Entwässern, das startet man ja eine Woche vorher. Ich bin da kein Fan von. Das machen die in der UFC und im MMA auch ganz viel. Gesund für die Organe ist das nicht, wenn du ihn so austrickst, wenn du ihm erst viel Flüssigkeit gibst und dann nachher alles ausscheißt, obwohl du gar nichts mehr zu dir nimmst. Also ich persönlich bin da kein Fan von, nein. Ja, ist aber immer interessant zu sehen, so wie da so die Philosophien sind. Viele Wege führen nach Rom. Auch eine Frage von einem Zuhörer war von Kreschnikea Kass. Was für ein Name. Wie sieht sein Trainingsplan vor einem Kampf aus? Der unterscheidet sich ja eigentlich
wenig von Boxer zu Boxer. Wir starten alle mit einem Grundlagentraining, Kondition und Kraft, gehen später ins Boxspezifische und 4 Wochen vorm Kampf starten wir die Sparringsphase und eine Woche vorm Kampf dann wirklich nur taktisch-technisch, bisschen aufs Gewicht achten, ein paar lockere Läufe. Ja, und dann kommt schon der Kampf. Wie läuft aktuell unter Corona deine Vorbereitung? Hast du da auch mit, ich sag jetzt mal, als eingeschränkten Möglichkeiten zu kämpfen oder kannst du es relativ normal machen? Nee, bei uns ist ja jetzt auch wieder eigentlich alles erlaubt. Und vorher habe ich da auch ganz gute Möglichkeiten gehabt, dass ich trotzdem weiter trainieren konnte. Also mir hat es nicht dolle wehgetan. Das Einzige, was halt gefehlt hat, waren halt Sparring und Partnerarbeit. Das Gefühl hat halt so ein bisschen, das fehlt jetzt halt noch ein bisschen, aber das fehlt nicht nur mir, sondern es fehlt halt jedem. Und von daher ist halt auch kein großer Nachteil. Wo du es gerade ansprichst, noch eine Hörerfrage von Iha Sihas. Wer war dein Lieblingssparringspartner? Ja, schwierige Frage. Du möchtest niemanden verletzen. Ja, Lieblingssparringspartner, ja, wo es im Training halt direkt Spaß macht, ist tatsächlich einmal derjenige, der die Frage gestellt hat. Sehr talentierter Amateur. Wer ist es denn? Darf man das sagen? Also wie heißt der richtig? Yahya Siala, der boxt jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt gerade nicht mehr. War aber U19 deutscher Meister. Ganz, ganz großes Talent. Und Misto Abdullahev, mit dem trainiere ich schon seit meinem 13. Lebensjahr, glaube ich. Und es gibt auch wohl niemanden, mit dem ich mehr Sparringsrunden absolviert habe als mit ihm. Ist das auch dann der, wo du sagen würdest, dass der dich auch am meisten gefordert hat im Sparring? Ja, der mir am meisten geholfen hat, wenn dann mal Sparringspartner vielleicht gefehlt haben oder abgesagt haben. Letztendlich nach so vielen Jahren, da kennen wir beide uns in- und auswendig. Das ist Sparring, wenn man uns da zusehen würde, dass es wahrscheinlich relativ langweilig wirken könnte, weil es halt sehr, sehr taktisch ist, weil wir beide uns halt, wie gesagt, schon in- und auswendig kennen. Und darf man fragen, wo trainierst du denn jetzt aktuell und wer ist dein Trainer so? Also wo bist du, in welchem Gym oder wo hältst du dich fit? Ich trainiere in Gifhorn, in der Boxmühle, ehemals Olympiastützpunkt und der Trainer dort, Vitali Both, auch sehr, sehr erfahrener und erfolgreicher Amateur, ist auch mein Trainer. Ach so, und wie lange ist er schon dein Trainer? Ist es Jahre oder eher nur? Etwas über ein Jahr. Okay. Und hast du irgendeinen Promotion-Manager, irgendwas so im Hintergrund? Also wer gehört jetzt noch zu deinem Team, außer deinem Trainer Vitali Both? Ich meine, den kennt man ja auch noch. Also alle, die sich im Boxen auskennen, den sagt der Name auch noch was. Ja. Kein schlechter Boxer, ne? Nee, schon ganz groß. Niveau. Ja, den kennt man noch. Also wen hast du da noch so im Team? Also ich habe nur gesehen, bei Boxrec ist Mike Roko als dein Manager eingetragen. Zum Beispiel, wer ist das? Ist das dein Bruder oder ist das... Weiß ich nicht. Genau. Ach echt, das ist dein Bruder? Ah, okay. Das ist mein Bruder. Einfach aufgrund dessen, weil er halt immer dabei war und schon seit Beginn an immer mich unterstützt hat. Und ich natürlich die Kämpfe nicht selber verhandeln möchte, wenn dann Anfragen reinkommen. Deswegen steht er halt auch bei Boxschläger als Manager drin. Und zu meinem Team erzählt halt meine Familie, mein Bruder, meine Mutter. Dann habe ich aktuell noch einen Mentalcoach aus Köln, mit dem ich seit einigen Monaten zusammenarbeite. Und ja, zum Team gehören ansonsten meine dauerhaften Sponsoren, meine Freunde, die mich immer unterstützen und mich immer supporten. Und auch viele, viele andere Leute, die mich unterstützen im Bereich Videos, Fotos, Homepage-Erstellung etc. Also ein recht, recht großes Team, aber sportlich halt Vitali Both, mein Mentaltrainer, meine Familie. Okay, aber warst du schon... Quasi ein kleines Familienbetrieb, ein kleiner Familienbetrieb, kann man sagen. Ja, genau. Und vor allen Dingen auch ein bisschen wie bei Leon Bauer, ne? Auch so ein bisschen die Family und die Mutter, so, die dann wahrscheinlich auch die ganzen Karten verkauft und irgendwie Promotion macht. Und die Mutter, deine Mutter hat man ja auch oft irgendwie auf Fotos im Ring gesehen. Also sie ist ja auch anscheinend bei deinen Kämpfen auch immer dabei und
macht da wahrscheinlich auch viel so, was nötig ist und verkauft sie auch Karten so oder? Da habe ich sie so ein bisschen rausgenommen mit dem Ticketverkauf. Sie hat zu Anfang viel gemacht und hat auch im Hintergrund sehr, sehr viel getan und mich dort unterstützt. Aber ich probiere sie auch so ein bisschen zu entlasten, aber sie ist dennoch immer mit dabei, ne? Als seelische Unterstützung und sie ist halt auch sehr stolz und probiert halt auch bei jedem Kampf mit dabei zu sein, wenn es die Zeit zulässt. Aber kann sie sich auch wirklich, also guckt sie auch die Kämpfe oder ist sie da irgendwie dann hinten in der Halle oder kann sie das auch sehen, wenn du jetzt mal irgendwas abkriegst sozusagen oder, also sie guckt da hin? Sie ist tatsächlich sogar immer in Ringnähe, also immer vorne mit dabei und sie guckt da auch zu mit einem blutenden Herz wahrscheinlich. Aber naja, um da jetzt noch was sagen zu können oder zu dürfen, ist es jetzt ein bisschen zu spät. Vor allen Dingen, wenn sie sich auch noch dazu gebracht hat, ja, oder euch. der Drops ist gelutscht. Kann man sagen. Okay, ja. Habt ihr das denn von Anfang an in Eigenregie gemacht oder hattest du zuerst irgendeinen Promoter, der, sagen wir mal, dich unter seinen Fittichen hatte und du hast das dann später dann alleine gemacht? Oder wie war da die Geschichte? Nee, das war von Beginn an so, dass wir das eigentlich alles alleine gemacht haben. Ich habe ja auch schon viermal alleine veranstaltet mit Hilfe meiner Familie und meinen Freunden und das war tatsächlich alles in Eigenregie. Das ist schon beachtlich, wenn man überlegt, ich sag mal, so ein das Box-Business selber, ich sag mal, da sind ja immer sehr viele Leute bei, die immer gern ein Stück vom Kuchen abhaben möchten und entsprechende Prozente für sich einsacken und dadurch sind ja auch manche Karrieren auch wieder auseinandergegangen, weil ich sag mal, der schnöde Marmon, der immer da so ein Reizthema war. Vincent Feigenbutz hat ja auch mal in unserem Interview mal gesagt, dass er halt sich jetzt auch selbst erstmal vertritt, weil zu viele Leute was vom Kuchen abhaben wollten. Aber dass du das jetzt so in Eigenregie mit der Familie von Anfang an machst, finde ich schon beachtlich. Ja, also es ist halt auch schon ein richtiges Brett, gerade wenn es halt auch darum geht, und noch zu veranstalten. Ich habe ja jetzt viermal veranstaltet und in Spitze haben wir fast 2000 Zuschauer gehabt und da kann man sich halt vorstellen, was das für ein enormer Druck ist und wenn man dann auch selbst den Hauptkampf bestreitet, dann ist das schon hart. Aber wie du schon gesagt hast, bis hierhin habe ich es jetzt alleine geschafft. Warum sollte ich mich jetzt an jemanden binden, der nur was vom Kuchen abhaben möchte? Aber gab es dann schon so, sind Leute schon mal auf dich zugekommen, irgendwelche Promotions und wollten dich irgendwie unter Vertrag nehmen oder so? Oder stand das eh nie zur Debatte oder würdest du es auch sowieso nie machen, so weil das dir nichts bringt, so? Keine Ahnung. Die jeweiligen Promotoren, die kennen mich oder die haben halt schon relativ schnell gemerkt im Gespräch, dass ich da halt kein Interesse dran habe, weil ich halt wirklich zu viel selbst investiert habe, auch in meinen Kampfrekord, dass ich da sagen würde, okay, da teile ich jetzt. Nichts, sozusagen, ja. Okay. Das heißt also, du hast jetzt viermal selber organisiert und die anderen Kämpfe, die du bestritten hast, die waren dann, da warst du quasi dann immer der Gastboxer? Genau, tatsächlich. Oh, das heißt also, eigentlich bist du dann doch der Spielverderber gewesen, weil meistens ist ja immer so, der Gastboxer wird eingekauft, damit er verliert. Naja, aber ich wurde auf Anführungsstrichen eingekauft, um halt auch deren Hallen zu füllen oder weil ich dann auch mit einer gewissen Anzahl an Kämpfen halt auch schon ein Standing hatte, um die Veranstaltung aufzuwerten. Oder konntest du da zum Beispiel deinen eigenen Gegner dann mitbringen sozusagen? Also, genau, oder da haben wir, okay. da haben wir dann zusammen verhandelt, zusammengesprochen. Okay, also war es jetzt nicht immer so extrem. Aber nee. Wo hast du denn jetzt, in welchen Orten hast du denn jetzt selbst veranstaltet, wenn man jetzt mal den Kampfrekord anguckt? Was ist deine Heimveranstaltung gewesen? Zweimal Braunschweig, zweimal Wolfenbüttel. Ah, okay, das ist sozusagen dann deine Hut, wo deine Leute kommen und die Halle voll machen. Genau. Ja. Okay, ja, muss man auch erstmal schaffen. Also ich meine, in Berlin macht das auch niemand, obwohl die das vielleicht auch mal könnten, aber yes, ich meine, es traut sich auch nicht jeder, sowas zu veranstalten. Ja, letztendlich ist es auch so eine enorme Arbeit und so ein Druck und dann muss man sich ja sportlich auch noch vorbereiten, wenn dann Ende des Tages eigentlich finanziell nichts groß bei rumkommt, weil kein TV-Partner mit einsteigt, dann ist es halt auch undankbar, ne?
Aber bist du da, also kommt man da mit Minus raus? Okay, du sowieso wahrscheinlich, weil du musst ja noch deinen Gegner und so bezahlen. Oder macht man, also auf Null kommt man wahrscheinlich schwer, oder? Wenn du jetzt eine eigene Veranstaltung hast, mit allen Kosten gerechnet, macht man genau, viel. Also wenn man die vier Veranstaltungen zusammenrechnet, mit einem Plus, Minus, dann haben wir da wahrscheinlich sogar noch Minus gemacht, ja. Ach krass, okay. Also, ja. Wow. Also von dem her lohnt sich das halt nicht. Und habt ihr auch schon mal probiert, da irgendwie eine Übertragung zu bekommen von irgendwo? Ich meine, weiß ich nicht. Es gibt ja Bild Plus oder so, wo man sich auch, glaube ich, einkaufen NDR. Kann. Oder weiß ich nicht. Gab es da schon Gespräche? Wir hatten beim NDR mal angefragt, aber es war halt nicht interessant für den NDR mit dem Boxsport. Und als einzelne Person ist es halt auch schwierig. Ne? Da gibt es halt die Promotions in Deutschland, die halt den Vorrang wahrscheinlich hätten. Ja. Und wenn dann eine kleine Figur kommt und sagt, hey, ich veranstalte hier ein- bis zweimal im Jahr und wollen wir nicht was machen im Bereich Übertragung, dann lächeln die es wahrscheinlich nur. Hat man keine Chance. Du hast ja unter anderem auch auf der Undercard von Agit Kabahel gegen Herr Hubo geboxt. Mit welchen Promotern in Deutschland hast du sonst zusammengearbeitet? Du hast ja gesagt, bis auf die vier eigenen Veranstaltungen warst du ja immer der Gastboxer. Ja, genau. Also da bei der Veranstaltung, als Agit den Hauptkampf hatte, halt bei Ulf Steinfort, bei SES, dann habe ich zweimal auf der Veranstaltung von Sauerland geboxt. Dreimal auf der Veranstaltung von Enrico Schütze, also PSP Boxing, boxen dürfen, mit denen ich auch sehr, sehr gut befreundet bin inzwischen. Ich muss mal überlegen. Ja, den Auswärtskampf in Australien. Und bei Susi Kentikian habe ich 2016 geboxt. Ja. Das wäre es soweit. Also in Deutschland schon ganz gut rumgekommen. Das ist immer so ein Streitthema auch bei unseren Hörern und auch bei uns selber ist die Frage, deutsch-deutsche Duelle, wie stehst du der Sache gegenüber? Ich meine, gerade im Supermittelgewicht, im Halbschwergewicht gibt es ja schon durchaus Namen, die da ja dann auch interessant werden. Wie stehst du dazu? Ja, komme ich sofort zu. Erstmal, um noch zur vorigen Frage, bei Marco Huck habe ich halt auf seinen Veranstaltungen auch schon dreimal geboxt. Dreimal schon, ui. In Braunlage dann wahrscheinlich auch schon. Warte, in Salzgitter in Hildesheim. Ja. Da hat er selber nicht mitgeboxt, aber es waren halt seine Events. Genau. Und wie kam der Kontakt zu Huck jetzt zustande? Kennt ihr euch persönlich oder ist das irgendwie, hast du einfach angerufen und Kenan gefragt oder wie läuft es so ab? Nee, der Kontakt kam ja schon 2017, glaube ich. 2017, als ich das erste Mal in Hildesheim auf deren Veranstaltung den Hauptkampf bestritten habe. Und seither waren wir eigentlich dauerhaft in Kontakt, wenn ich veranstaltet habe, wenn sie veranstaltet haben. Zwei Boxer von dem Timo haben auch auf meiner Veranstaltung 2018 geboxt. Von daher war das eigentlich immer klar, wenn man in einer veranstaltet hat, dass man den anderen aushilft. Ah, okay. Und, oh ja, okay, dann können wir ja gleich weiterreden. Du boxst ja dann auch auf der nächsten Veranstaltung von Marco Huck in Braunlage am 29.08. Das hast du ja auch schon bei Instagram sozusagen verkündet. Kann man da schon irgendwas zum Gegner oder so sagen oder ist es noch in Verhandlung? Es ist noch in Verhandlung. Das ist jetzt halt natürlich auch alles eine finanzielle Frage zur momentanen Corona-Zeit. Man muss natürlich auch gucken, welche Gegner in Frage kommen würden, wer fühlt sich bereit in viereinhalb Wochen oder fünf Wochen sind es, wer fühlt sich bereit, da dann gegen mich zu boxen und für welchen Preis? Und da führen wir jetzt die nächsten Tage die Verhandlungen. Wir haben ein, zwei Leute im Auge, wo ich aber noch keinen Namen nennen möchte oder kann. Aber es wird ein 6- oder 8-Runden-Kampf und es ist ja auch der erste Kampf für mich seit November und habe im Dezember ja auch ein Bandscheibenvorfall erlitten und mir ist ein Band gerissen zwischen zwei Wirbelkörper, also eine schwere Rückenverletzung und fahre jetzt Anfang August noch drei Wochen zur Reha und komme quasi pünktlich zum Kampftag, komme ich dann wieder zurück. Von daher wird es halt auch nur ein 6- oder 8-Runden-Kampf. Okay, also kann man sich, also es wird wahrscheinlich jetzt nicht der
sagen wir so, Übergegner, das wird jetzt eher so ein Kampf, dass du wieder reinkommst, auch nach der Verletzung, Aufbaukampf halt, wie man so sagen würde wahrscheinlich. Ne? Ja, aber ich bin schon gewollt, einen stärkeren Mann zu boxen, weil ich mich momentan wirklich echt schon ganz gut fühle und gerade in der Corona-Phase nicht faul war, wie die meisten anderen. Also ich fühl mich sportlich schon bereit, jetzt wieder einen Gegner zu boxen, der mir auch die Stirn bieten kann. Okay, und ja, dann kommen wir nochmal zu Roberts Frage zurück, ne? Mit deinen, ja. Willst du nochmal stellen, ja. Robert? Entschuldigung, ich hab sie unterbrochen. Das ist der Gesprächsfluss, das ist ja ganz normal. meine Frage war, wie du halt zu deutsch-deutschen Duellen stehst und wenn sie für dich interessant wären, wer wäre da so dein Wunschgegner? Ja, ich habe ja im siebten Kampf gab es in meinem Rekord schon deutsch-deutsche Duelle, habe ich gegen Toni Kamel und die Deutsche Meisterschaft geboxt und die BDB-Deutsche Meisterschaft, habe dort gewonnen. Und damals haben wir schon alle gerufen nach deutsch-deutschen Duellen. Das Problem ist halt auch einfach, wer soll diese deutsch-deutschen Duelle bezahlen? Ich meine, die Jungs, die alle oben mitspielen, haben alle gute Rekorde und dort wollen ihre Rekorde halt auch Geld investiert, damit sie da oben sind. Und es ist klar, dass ja keiner für 50 oder 100 Euro boxen möchte. Und ich glaube, das ist so das Hauptthema. Keiner würde irgendwen groß ausweichen, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn wir genügend Vorbereitungszeit haben oder hätten und die Börse halt auch gerechtfertigt wäre. Und das Thema Wunschgegner, das habe ich jetzt auch schon so oft gehabt. Also wir können ja mal Namen, weiß nicht, wir können ja mal ein bisschen so Namen spielen lassen. Oder, also wir wissen alle, Boxrec ist jetzt nicht die einzige Wahrheit, aber auf Boxrec bist du in Deutschland auf Platz 18 gerade gerankt und vor dir sind halt so ein paar Namen, die man vielleicht auch mehr kennt als den anderen deutschen Gegner, den du schon geboxt hast. Ja, Jihad Nassif kennt man halt von der Rocky-Show, ne, Sport 1. Tama Üşşafçı ist jetzt, ja, ist auch vor dir gerankt, 15 Uhr, Laval, dann gibt es Timorons. Emre Şükür, Jürgen Doberstein, Elvis Hedemi, Cenk Paskali, Toni Kraft, Leon Bauer, Stefan Hertel, Feigenbutz, Zeuge, Bremer. Also sind ja schon krasse Namen so auch, also auch bekannte Leute. Also wenn du jetzt einen aussuchen würdest, also oder so einen Wunsch gegen, also wen würdest du da gerne boxen so? Also weiß ich nicht. Vincent Feigenbutz. Ach echt? Vincent Feigenbutz? Ja, ja. Okay. Und warum? Also wegen seinem Boxstil oder? Ja, also Wir haben ja 2018 das eine oder andere Mal auch Sparen gemacht und okay. der könnte mir ganz gut liegen. Das ist auch kein persönlicher Angriff. Da bin ich gar nicht der Typ für. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich gegen Vincent Feigenbutz gerne mal boxen. Ich denke, das wäre auch ein interessantes Duell für die deutschen Zuschauer. Und ansonsten gibt es aber und ansonsten gibt es aber auch niemanden, den ich nicht boxen würde. Wie gesagt, die Rahmenbedingungen müssten stimmen. Und dann würde ich auch gegen jeden anderen boxen. Aber gab es schon mal irgendwelche Anfragen? Oder waren die einfach zu schlecht? Also gab es überhaupt Deutsch? Also Anfragen zu den Namen, die wir gerade genannt haben? Oder waren die Angebote einfach zu schlecht? Okay, das, also gar nicht, ja? Das ist gar nicht ein einziges. Okay, und, krass. Ja. Das ist auch sehr ungewöhnlich irgendwie. Ja. Keine Ahnung. Aber vielleicht kommt es ja noch. Okay, wenn es ein Feind ist, hat jetzt ein bisschen was mit Jamal Saidi demnächst zu tun. Aber wer weiß, ja. Ja, das wollte ich noch sagen. Mit Vincent wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn er jetzt ins Mittelgewicht runtergeht. Weil mit das Mittelgewicht werde ich definitiv nicht packen vom Gewicht. Oder möchte ich gar nicht schaffen. Aber wie gesagt, es muss deutsch-deutsches Duell, wenn es zustande kommt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, aber es muss, also ich sage, es muss nicht immer ein deutsch-deutsches Duell sein. Ich möchte zum Beispiel auch ganz gerne in England boxen und weil ich dort im November war, habe dort Adam Deines unterstützt. Er war dort Sparringspartner bei Callum Smith und dann habe ich halt das englische Boxen mal so ein bisschen kennenlernen dürfen, die Woche in Manchester. Und ich persönlich würde Standpunkt jetzt viel lieber mit England boxen, als hier zu Hause vor 1000 Zuschauern deutsch-deutsches Duell, was schlecht bezahlt wird. Okay, und hast du international dann irgendwie Wunschgegner oder ist dir das dann auch egal, gegen wen du dann woanders boxst sozusagen oder einfach wegen der Atmosphäre? Das wäre auch egal.
Okay, und in England warst du auch als Sparringspartner oder warst du einfach nur dabei als Begleitung, hast halt mittrainiert und... Nee, genau, ich war, oder? ich habe dort in Gifhorn geboxt, habe gewonnen und bin nach dem Sieg zum Flughafen gefahren, bin dann nach Manchester geflogen, also ohne Schlaf und habe ihn dann die Woche unterstützt, habe ein bisschen selber mittrainiert. Aber Callum Smith hat mit Adam Sparring gemacht, weil er sich auf den Kampf gegen John Ryder vorbereitet hat, der auch Rechtsausleger ist. Ich bin ja auch kein Rechtsausleger. Und was hast du so gesehen? Also was läuft in Manchester anders im Gym als in Deutschland vielleicht? Gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist? Oder was machen die anders? Was läuft besser? Was läuft schlechter? Oder ist es einfach, kann man das gar nicht so sagen? Die Trainingsbedingungen sind erstmal in England ganz, sind schon etwas anders als bei uns in Deutschland. Aber generell, so wie man dort aufgenommen wird, viel familiärer, was in Deutschland halt nicht, im Boxsport gar nicht der Fall ist. Da wird über jeden gelästert und kaum geht jemand aus dem Gym raus oder die Tür geht zu, dann wird da schlecht gesprochen. Da hat man da halt überhaupt nicht das Gefühl. Und wir wurden auch zu dem Kampf eingeladen, zu dem Abschiedskampf von Anthony Crawler. Dort waren wir auch vor 21.000 Zuschauern. Und, das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes als hier leider. Also auch das Drumherum halt, die Fans und diese ganzen vollen Stadien und so, ne, was es halt in Deutschland jetzt eigentlich kaum noch gibt, irgendwie gefühlt. Ne? Also wenn die meisten Veranstaltungen sind halt sehr klein. Und so wie es früher war, dass irgendwie in Max Schmeling-Halle oder so in Berlin zum Beispiel öfter mal gefüllt wurde, das ist ja schon seit Jahren nicht mehr. Die Veranstaltungen sind ja nur noch im Gym oder wirklich in sehr kleinen Rahmen, meistens, also nicht immer, aber leider ist es halt recht klein geworden. Ich meine, wenn wir schon beim deutschen Boxsport sind, was würdest du denn da verbessern oder was läuft denn gerade nicht gut? Okay, du hast schon angesprochen, dass es irgendwie viel Lästerei gibt oder die Leute halt sehr viel gegeneinander arbeiten, anstatt miteinander irgendwie anscheinend, oder? Ja, der Hauptpunkt ist halt tatsächlich, dass wirklich gar nicht gewollt ist, dass man zusammenarbeitet, dass jeder guckt nur auf sich selbst und keiner irgendwie probiert, irgendwie was zu bewegen. Sportlich glaube ich auch, dass wir in Deutschland extrem stehen geblieben sind, die Trainingsmethoden haben sich nicht geändert. Wenn ein Trainer mit irgendeinem Sportler irgendwann mal erfolgreich war, dann ist er der Meinung, dass das die richtige Trainingsmethode ist und hat dann nie irgendwas dran geändert. Und das hat dann halt auch demzufolge, dass die TV-Partner abspringen, weil halt auch das sportliche Niveau nicht mehr gebracht wird im Fernsehen. Und in dem Moment, wenn wir keine großen TV-Partner mehr haben, wie soll der Boxsport hier populär werden oder wieder größer werden? Und dementsprechend können wir auch keine Stadien voll machen, wenn man uns nicht kennt. Ja, ist wahrscheinlich so, ne? Also ich meine, okay, wirst du bei dir erkannt? Ich weiß nicht, in deiner Umgebung, kennen dich da die Leute? Ja, im Braunschweig kennt man mich schon. Aber weil ich halt auch wirklich probiere, auch außerhalb des Sports hier viel zu tun im Braunschweig. Ich kooperiere hier mit der Basketball-Bundesliga-Mannschaft in Braunschweig, dann mit dem Fußball von Eintracht Braunschweig, die jetzt hier in die Zweitliga aufgestiegen sind. Also ich probiere wirklich auch hier so ein bisschen unter den Sportarten untereinander zu connecten. Also man kennt mich hier schon. Ah ja, da kommen wir gleich zu einer Frage von Benny Grimm, auch auf Instagram. Wie kommt es, dass Patrick so ein gutes Verhältnis zu anderen Sportarten in Braunschweig hat, beispielsweise zu Eintracht Braunschweig? Also warum? Also was heißt Kooperation? So wie kommt es dazu? Bist du da einfach immer dabei oder so? Oder ab und zu bei den Spielen? Oder was machst du da? Ja, tatsächlich. Also ich wurde schon zu Anfang meiner Profikarriere hin und wieder zu den Spielen eingeladen. Und bin dann da aber auch gerne hingegangen und habe dann dort auch die Spieler kennengelernt und man hat sich miteinander ausgetauscht, wie es so in anderen Sportarten ist, wie die Trainingsmethoden sind und wie das Ganze drumherum ist. Und ich bin ja sowieso ein Sportfan, auch außerhalb des Boxens. Und ja, das macht mir halt Spaß, um halt auch mal andere Sportarten und andere Seiten auch mal zu sehen. Und beim Basketball jetzt ist es dann auch so, dass du da einfach anwesend bist und ein bisschen Werbung machst oder wie für die Spiele oder die Leute, die Basketballer? Ja, da ist sogar das Verhältnis sogar fast sogar noch besser als bei Eintracht Braunschweig. Beispielsweise wurde ich jetzt letzte Woche von dem Trainer der Basketball-Löwen im Braunschweig eingeladen. Ich bin immer herzlich willkommen. Ich kann zu jedem Training vorbeikommen. Ich kann gerne mal mittrainieren und ich gehöre zur Familie und ja, das ist halt ganz, ganz toll hier.
Okay. Eine andere Frage, die da noch ist, da hat der Christopher Horst bei Facebook gefragt. Und zwar, ich zitiere, ich habe eine Frage. Zwar keine zum Thema Boxen, aber er ist in dem Thema involviert. Er macht seit geraumer Zeit Werbung für ein Boxspiel, das für die PS4 und Xbox rauskommen soll. Weiß er schon, wann dies erscheint? Und wann boxt er wieder, beziehungsweise gegen wen? Ach gut, das haben wir ja eben schon besprochen. Mhm. Aber das Spiel auf der PS4, das interessiert mich natürlich auch, weil gerade in Zeiten von Corona kam ja wieder ein uraltes Boxspiel groß in den Medien raus. Und es hat ja seitdem auch nie wirklich wieder ein Boxspiel gegeben. Und jetzt soll es wieder eins geben und du bist damit involviert. Was kannst du uns dazu sagen? Genau, also es gab jetzt, Standpunkt jetzt, da gab es seit 11 Jahren kein Boxspiel mehr für Konsole und Computer. Damals war es, glaube ich, Fight Night. Ich kam und auf den Namen nicht. Fight Night, ja. Und ich wurde während der Corona-Zeit per E-Mail kontaktiert, ob ich mir vorstellen könnte, in diesem Boxspiel als ein Charakter, ob ich ein Charakter sein möchte in diesem Boxspiel. Die suchen zwei deutsche Boxer, also die suchen wohl aus jedem Land zwei Boxer und jeweils einen Mann und eine Frau. Die Frau ist Sophie Alisch geworden und ich war halt ausgewählt als der männliche Part und habe halt erstmal gefragt, wo denn der Haken sei und es gäbe keinen Haken und habe jetzt schon bereits vor einigen Monaten Bildmaterial hingesendet, Videomaterial. Jetzt wird es wohl auch so sein, dass ich sobald es in England auch alles wieder locker ist mit Corona, dass ich dann nach Sheffield fliegen werde und da dann auch nochmal komplett gescannt werde von keine Ahnung wie viel 100 Kameras. Und dann soll wohl Ende des Jahres dieses Spiel in Vorpremiere rauskommen. Anfang 2021 kommt dann das Boxspiel in den Verkauf. Das ist ja cool. Mhm. Ja, aber wie du das gerade sagst, von 100 Kameras gescannt werden, das erinnert mich irgendwie an diese eine Szene aus dem Film Zwei vom alten Schlag, wo Sylvester Stallone und Robert De Niro in diesen grünen die grünen Anzüge. Ja, so eine Art. Du weißt schon, dass ich davon Bildmaterial verlange, oder? Das kriegst du. Nee, aber Boxspiel, neues Boxspiel ist auf jeden Fall bestimmt für viele, werden sich auf jeden Fall darüber freuen, denke ich mal. Das denke ich auch. Also ich persönlich bin kein Mensch, der irgendwie PlayStation oder Xbox spielt. Dann vielleicht schon mehr. Also ich werde mir das Spiel definitiv auch kaufen. Aber Moment mal, du bist in dem Spiel und musst dir das Spiel dann selber kaufen? Nee, wahrscheinlich nicht. Haken, würde ich sagen. Wahrscheinlich nicht. Da habe ich jetzt noch nicht nachgefragt, aber denke mal auch, dass ich dann Pikes von Plaro bekommen werde. Jedenfalls werde ich dieses Spiel dann wohl auch das ein oder andere Mal spielen. Das ist ja schon was Tolles und ist ja schon eine Ehre, dann in so einem Boxspiel zu sein. Und ich glaube auch zu meinen, dass ich der erste und einzige männliche deutsche Boxer bin, den es jemals in so einem Spiel gab. Also ich wüsste nicht, ob es einen anderen deutschen Boxer schon mal in so einem Spiel gab. Boah! Da käme ich auch zu schlecht aus, aber ich glaube auch, dass die Leute eher so internationale Größen waren, ne? Die da sehr, weiß ich nicht, sehr bekannte Leute da waren. Also mir, vorstellen könnte, wäre vielleicht Schulz gewesen in den 90ern. Ich meine, bei George Foreman gab es doch mal ein Spiel. Aber boah, müssen unsere Hörer schreiben. Wenn sie es wissen, sollen sie uns das bitte schreiben. Genau. Jetzt wohl bis zu 40 Boxer wird es wohl in diesem Spiel geben, auch einige Boxer, die schon aufgehört haben, wie Anthony Crawler. Dann wird Mike Tyson wohl auch in diesem Spiel zu sehen sein. Ja, aber einer von 40 zu sein, ist halt schon cool, ne? Großteil sind die Boxer aus England und ja. Mhm. Kommen wir nochmal zurück. Robert hat es ja vorhin schon gesagt, dass du gelernter Industriemechaniker bist und bist du aktuell jetzt Vollprofi, also kannst du dich komplett auf den Boxsport konzentrieren? Ja, ich habe den Job habe ich Anfang 2018 aufgegeben. Also ich habe Industriemechaniker gelernt, habe mit der Ausbildung zusammen 9 Jahre in diesem Beruf gearbeitet, habe den Job dann quasi hingeschmissen für den Boxsport. Ja, Vollprofi ja, aber finanziell, ob sich das letztendlich gelohnt hat, werden wir sehen. Bisher noch nicht so wirklich. Ja, aber Fakt ist, ich momentan boxe ich nur.
Okay, und ja, du hast auch ziemlich viele Follower auf Instagram, über 20.000 Abonnenten. Ja, du machst ja auch manchmal Werbung, also du finanzierst dich halt auch dann wahrscheinlich teilweise mit sowas, dann genau. Mit Werbesachen und Boxen, aber ist natürlich wahrscheinlich echt nicht einfach so, also ohne Stahl im Hintergrund, selbst mit Boxstahl ist das manchmal heutzutage auch noch schwer. Aber bei dir ist es wahrscheinlich, musst du halt echt viel machen, aber trotzdem, also wie bist du dazu gekommen, also zu diesen vielen Followern, hast du das alles alleine gemacht? Du hast ja da auch sehr professionelle Bilder teilweise, du hast eine Homepage, hast du da immer Leute, die dir ab und zu aushelfen so, oder rufst du die dann an, wollen immer neue Fotos machen, oder wie läuft das so? Bezüglich der Homepage, da habe ich jemanden, der die für mich erstellt hat und der die auch pflegt und der mich dann auch mit Grafiken bedient, wenn ich mal welche brauche. Und Instagram mache ich schon seit Anfang meiner Berufskarriere komplett alleine. Und letztendlich ist es ja nicht nur die Abonnentenzahl, die wichtig ist, sondern halt auch der Content, die Fotos, also das Video- und Bildmaterial. Und da bin ich halt auch wirklich immer hinterher, dass ich eigentlich, du sagst gerade, ich habe viele, also ich bin der Meinung, ich habe eigentlich zu 100% nur professionelles Material, das ich dort hochlade. Ich habe halt dort feste Fotografen, feste Videografen, mit denen ich zusammenarbeite, die mich da unterstützen. Und ja, das ist schon eine heilende Arbeit. Also das ist nicht nur, wie man ein Bild postet, sondern man muss sich auch mit dem Algorithmus von Instagram oder Facebook auseinandersetzen und gucken, wie man da irgendwie nicht irgendwie auch dauerhaft an Abonnenten wieder verliert, sondern dass die Abonnenten auch bei Laune gehalten werden. Also das ist eigentlich schon ein Fulltime-Job. Ja, natürlich, das klar. Das kann man so sagen. Also die ganzen Mysterien haben sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen. Nee, das haben wir auch schon von Inter Arik oder so gehört. Ne? Der macht das ja auch, verdient damit ein bisschen Geld. Ist ja auch schön, wenn Boxer irgendwie damit irgendwie noch sich erstmal präsentieren können, zweitens irgendwie, ja, dann noch eine zusätzliche Einnahmequelle haben, weil man halt weiß, dass die halt sonst nicht so wirklich viel unterstützt werden. Und also für die meisten, sagen wir mal so, die meisten deutschen Boxer so auf deinem Niveau oder auch wenn die jetzt ein bisschen höher platziert sind, die haben halt einen Bruchteil von deinen Abonnenten. Das ist halt wirklich so, wenn man sich das mal anguckt. Deswegen fällt schon auf, dass du da sehr viel, ja, dass du das halt professioneller machst als die meisten anderen, sagen wir mal so. Ja, danke schön. Aber wie ich es halt schon zu Anfang gesagt habe, wenn die TV-Partner wegfallen, dann müssen wir es halt selbst in die Hand nehmen, damit man uns kennenlernt, ne? Ach so, also ja. Eigenvermarktung auch, ne? Ja, genau. Also machst du es auch, damit ja der Name einfach bekannt ist, ne? Damit man da gucken kann, wenn man den Namen. Wenn der Name nicht bekannt ist, ne? Ja, will auch keiner. Klar, die Fans schreien ja dann auch nach den Duellen von den Boxern, die sie halt kennen, ne? Und wenn du dann sagst, ja, ich meine Roko gegen Feigenbutz, dann zumindest. Okay, Feigenbutz kennt vielleicht noch ein paar mehr, aber auch Rohkohl, die Leute, die sich ein bisschen mit Boxen auskennen, die wissen dann, okay, wir haben die beiden Namen schon mal gehört und es ist interessanter, als wenn jetzt irgendwie, ja, als wenn man jetzt gegen jemanden boxt, den man vielleicht noch nie gehört hat. Also es ist schon für die Fans, glaube ich, was anderes. Deswegen wollen die halt auch alle deutsch-deutsche Duelle, was natürlich sehr schwer zu realisieren ist. Aber ja. Aber was anderes, jetzt nicht deutsch-deutsch, sondern deutsch-australisch. Dein einziger bis jetzt Auslandskampf war ja damals gegen Zack Dunn gewesen. Ich habe in einem anderen Podcast, der bei Spotify hochgeladen worden ist, der Experten-Talk, auch schon was dazu gehört, was da nicht so toll in den Rahmenbedingungen war. Aber vielleicht kannst du das auch nochmal hier zum Besten geben. Wie kam es überhaupt zu der Anfrage in Australien? Dass ich 2018 im Oktober Europameister geworden bin, Europameister, war ich natürlich auch im Ranking der WBO recht weit oben, ich glaube zu Bestzeiten sogar auf Platz 11. Und da kam halt wöchentlich Anfragen, da kam halt auch die Anfrage aus Australien und die Rahmenbedingungen haben zunächst erstmal gestimmt. Und letztendlich dachte ich, naja, du hast hier zu Hause veranstaltet und machst dir seit 4 Jahren alles alleine und du hast die Weisheit irgendwie noch gut Deutsch mit Löffeln gefressen und dich kann da keiner austricksen und in dem war halt nicht so, da habe ich halt das wirklich übel des Profi-Geschäfts kennengelernt und mithin von 42 Stunden Flügen mit zweimal Umsteigen, kein Business Class und keine Dopingkontrolle und Moment mal, keine Dopingkontrolle? Nee, ich habe einen Tag vor der Abreise einen Hexenschuss erlitten
und habe Cortison ins Gelenk bekommen, was kein Doping ist, aber ich muss es halt trotzdem bei der Dopingkontrolle bzw. vorher mit angeben und habe mir das auch attestieren lassen. Und einen Tag vor dem Kampf bei der ärztlichen Untersuchung habe ich dieses Attest aufs Englische übersetzt halt vorgelegt und da lachte mich der Arzt aus und meinte, was er damit soll. Dann habe ich halt gesagt, na, für die Dopingkontrolle. Und dann lacht er nur und meinte, bei uns gibt es keine Dopingkontrolle. Und das war halt schon für mich halt auch schon ein richtiges Brett. Im Kampfvertrag standen 5 Punkte drin bezüglich Doping, dass wenn ich den Kampf verletzungsbedingt absagen würde, dass ich sogar nach Australien fliegen müsste und ich getestet werde und. Da kamen auch so einige andere Dinge dazu, dass er mit anderen Handschuhen geboxt hat, die vorher beim Rules Meeting nie präsentiert worden seien, was halt auch nicht regelkonform ist. Und wir waren so ein bisschen als einzelner kleiner Mann, als Boxer so ein bisschen die Hände gebunden. Und das war so bitter schmeckende Medizin, aber im Nachhinein bin ich glücklich, dass ich sowas auch mal erlebt habe, wenn nochmal wird mir sowas im Gesamten nicht passieren. Aber hattest du dann durch diese ganzen Sachen im Vorfeld dann auch schon wenig Lust, überhaupt in den Ring zu steigen? Oder hast du das dann? Achso, Also die haben mich wirklich probiert, mental kaputt zu machen. Das haben sie halt auch geschafft. Ich habe in einem Hotel geschlafen, vorgegeben sind eigentlich 4-Sterne-Hotels Minimum für solche Kämpfe. Und ich habe in einem Hotel geschlafen, das hat in Deutschland nicht mal Hostelklasse und direkt eine Hauptstraße und konnte aufgrund des Jetlags überhaupt nicht schlafen und war 4,5 Tage vorm Kampf erst in Australien. Und man hat mich da wirklich von A bis Z probiert kaputt zu machen. Man hat den Walk-in um 45 Minuten verzögert. Es wurde probiert zu schummeln beim Händetapen und. Also da könnte man nochmal eine gesonderte Folge drüber machen. So viel hätte ich dazu berichten. Jetzt geschummelt beim Händetapen? Man darf ja nicht auf nackte Haut tapen. Das haben sie halt mehrfach probiert. Mein Bruder hat das halt beaufsichtigt und hat halt gesagt, hier nochmal von vorne. Und es wurde halt wirklich da schon probiert zu tricksen, wo es nur geht. Und hab dann die erste Runde bei ein oder zwei Punktrichtern sogar noch gewinnen können. Und zweite Runde habe ich einen Volltreffer bekommen. Das war auch einer und wurde angezählt. Und dann wurde ich während der Unterbrechung dann zum späteren Zeitpunkt in der zweiten Runde während der Unterbrechung geschlagen. Und wo ich dann abgekniet bin und den Ringrichter gefragt habe, was das soll, was hier los ist. Und dann wurde ich angezählt. Und dann habe ich dann halt auch das Kommando bekommen von meinem damaligen Trainer, dass ich den Ring verlassen soll, weil wir da nichts gewinnen können. Es ist halt letztendlich schwierig, dann nach außen zu kommunizieren und hört sich halt auch immer nach Ausrede an. Meinetwegen sollen die Leute denken, das ist eine Ausrede. Ich würde diesen Kampf gerne nochmal machen. Ich würde den gerne auf neutralem Boden machen. Aber dieser Kampf wird wahrscheinlich nie mehr zustande kommen. Okay, also der Kampf wurde jetzt in der zweiten Runde durch TKO beendet. Denkst du, dass du den Kampf im Kampfverlauf, oder ich weiß jetzt nicht, wir haben den Kampf jetzt nicht ganz gesehen, so, weil ja, der ist jetzt nicht einfach so frei bei YouTube zu finden, sondern nur Highlights. Da hat man halt gesehen, du hast ja auf jeden Fall eine harte gefangen, so. Warst du dann auch da? Ich glaube, dann 2 hintereinander. Also hättest du gedacht, so für dich, dass du den Kampf noch drehen könntest im Laufe der Zeit? Im Kampf nicht mehr, weil man hat mich mental vor dem Kampf schon kaputt gemacht. Und ich habe so brutal mit dem Jetlag zu kämpfen gehabt. Achso, den Kampf hat man auch nochmal um 6 Wochen nach hinten verschoben, weil angeblich verletzt gewesen sei. Und da lief meine Vorbereitung schon 5,5 Wochen. Also ich war dann auch immer schon kurz vor Übertraining. Ich war in der zweiten Runde schon so platt konditionell, wo ich hier in Deutschland 12 Runden boxen kann und das funktioniert von der Kondition. Und wenn ich dort in der zweiten Runde schon voll am Pumpen bin, eigentlich wenig getan habe, dann mit großen Fragezeichen. Also man hat mich da mental kaputt gemacht und ich hätte den Kampf an dem Tag hätte ich nie mehr wahrscheinlich gewonnen. Deswegen sage ich, ich würde mir diesen Kampf nochmal wünschen, nochmal auf neutralen Boden. Gute Rahmenbedingungen mit einer vernünftigen Vorbereitung, mit einem guten Supervisor. Aber wie ich schon gesagt habe, das wird wahrscheinlich auch nur so ein Wunschgedanke bleiben und dieser Kampf wird nie kommen. Für mich ist das Thema Australien auch schon lange, lange abgehakt und bin aber trotzdem froh, dass ich diese Erfahrung mal machen musste, weil mir zum späteren Zeitpunkt sowas nicht mehr passieren wird. Okay, und war das dann auch dein härtester Kampf jetzt, wo du das sagen würdest so?
mit allem drum und dran. Mental war es der härteste Kampf, definitiv. Aber sportlich, naja, der war mit der zweiten Runde vorbei. Ja, viel zu schnell. Haben wir noch gar nicht richtig angefangen, ne? Ja, da kann man. Aber ein bisschen, also wenn man jetzt ein bisschen kritisch ist, kann man auch sagen, dass ihr vielleicht ein bisschen naiv daran gegangen seid, weil ich meine, ihr wisst ja eigentlich. Gut, viel zu naiv. Ihr wisst ja, wie ihr fliegt, ne? Wenn da jetzt steht, ihr müsst 1000 Mal umsteigen, dann, ich meine, ihr sagt ihr dann zu, ne? Ihr könntet ja auch sagen, nee, so machen wir das halt nicht, ne? Aber man will halt dann wahrscheinlich unbedingt den Kampf und dann denkt man, okay, ich will boxen so, das ist jetzt zwar scheiße, aber ich ziehe das jetzt durch, so ungefähr. Ein bisschen naiv ist gut, ich war viel zu naiv und habe das Ganze sportlich gesehen. Ja, Der Kampf, nachdem er nochmal verschoben worden ist, stand ja 7 oder 8 Wochen vor Beginn des Kampfes, stand der Kampf schon fest und es wurde 20 Stunden vor Abreise wurden die Flüge gebucht. Also wir standen mit gepackten Koffern zu Hause und haben halt darauf gewartet, dass unsere Flüge gebucht worden sind. Und wir haben ihn halt auch vorher Flüge rausgesucht, die 22 Stunden gedauert hätten und die vom Preis her genauso teuer gewesen wären. Ich habe es halt alles nicht vertraglich festlegen lassen. Ich habe nicht reingesetzen lassen, dass wir Business Class fliegen müssen und dass wir halt maximal nur einmal umsteigen und die haben halt bewusst diese Flüge gebucht. Ne? Weil, wie ich schon gesagt habe, es gab halt auch Flüge vom gleichen Flughafen am gleichen Tag zum gleichen Preis, der 20 Stunden weniger gewesen wäre. Ne? Und Ja, das ist immer schwierig. Ja, man lernt wahrscheinlich aus Fehlern, aber eigentlich muss man wirklich jede Kleinigkeit wahrscheinlich im Vertrag festhalten. Die Frage ist dann halt nur, ob die andere Seite das dann mitmacht, ne? Ob die nicht dann sich einen anderen suchen, der halt den in Anführungsstrichen schlechten Vertrag unterschreibt und dich dann überhaupt nicht mehr, wenn du dann sagst, nee, ich will den Vertrag ändern lassen, dann hättest du den Kampf vielleicht auch gar nicht bekommen. So, ne? Das weiß man halt alles. So. Aber für einen späteren Zeitpunkt jetzt, bevor mir sowas nochmal passiert, möchte ich diesen Kampf halt auch gar nicht. Von daher sage ich, es war gut, dass ich das mal erleben musste. Nächstes Mal lasse ich halt jeden kleinsten Punkt festsetzen. Und wenn jemand das nicht möchte, wenn jemand das nicht in den Vertrag mit aufnimmt, dann ist er auch nicht an einem fairen Kampf interessiert und dann brauchen wir auch nicht zu kämpfen. Ja, okay, man macht sich damit natürlich auch seinen eigenen Rekord kaputt. Ne? Das darf man halt auch nicht vergessen, sozusagen. Ja, das ist schon, wenn man das öfter macht, okay, einmal. Ich meine, du hast ja auch gesagt, du hast einen Mentalcoach, das hat wahrscheinlich auch mit der Niederlage zu tun. Da muss man ja auch irgendwie erstmal lernen, damit umzugehen und so, wenn man das jetzt vielleicht nicht so gewohnt ist, obwohl du das wahrscheinlich schon als Amateur erlebt hast. Ich meine, da hat ja jeder mal irgendwann verloren. Ne? Das ist für dich vielleicht, ich meine, du kennst das Gefühl bestimmt, oder? Nur ist es lange her. Ja, bei den Amateuren, da ist es letztendlich egal, ob du mal gewinnst oder verlierst, dann gehst du in den Ring rein und gewinnst du dann, freust dich und verlierst du, dann gewinnst du nächste Woche wieder. Bei den Profis ist es so, zu dem Zeitpunkt habe ich 16 Kämpfe gehabt, dann habe alle gewonnen, alle gucken auf einen, alle erwarten, dass du gewinnst und bist frischer Europameister und hast halt einen extremen Druck. Verlierst denn da unter so welchen fiesen Bedingungen und wirst dann da wie noch in den Medien noch auseinandergenommen und auf Facebook und auch innerorts wurde ich noch auf einer Straße angepöbelt, das war wohl nichts in Australien und das ist halt schon nochmal ein bisschen was anderes als Profi, ne? Wenn du gewinnst, ist toll, wenn du verlierst, ist es halt aber doppelt, dreifach schlimm, ne? Also hattest du das Gefühl, dass du schon so ein bisschen fertig gemacht wurdest danach, ja? Also du liest sowas auch dann irgendwie bei Facebook, die Kommentare, nee, tatsächlich, das Ganze mit, nee, oder wie? Tatsächlich, wenn ich dann nur irgendwie ansatzweise so sehe, dass da irgendwelche Idioten da sowas schreiben, dann scroll ich weiter, weil es mich interessiert, aber nach Australien war es dann auch so, ich habe tatsächlich eine Stunde nach dem Kampf Geburtstag gehabt und wollte dann auch über den Kampf mit niemandem sprechen, wollte einfach nur ein paar Stunden irgendwie genießen, dass ich Geburtstag habe und das Beste draus machen und dann, wenn du dann irgendwie da 50 Artikel von 50 verschiedenen Leuten irgendwie bei WhatsApp geschickt bekommst, dann liest du es halt notgedrungen, ne? Und wenn du so ein oder zwei Mal sagst, du willst es gar nicht wissen, aber wenn es dir jeder schickt, ach, das sind also die Leute schuld. Leute, hört auf, den Leuten irgendwelche Artikel zu schicken. Also, die schicken dir dann, ja, hast du das schon gelesen? Und das, ich meine, ja, genau. Und meine Antwort ist halt immer meist, so, das interessiert mich nicht. Ja, es ist halt nicht so einfach, mit sowas umzugehen. Vor allen Dingen, meistens hat man es ja auch selbst noch nicht so richtig verarbeitet, wenn man gerade erst irgendwie aus dem Ring gestiegen ist. Ne? Das muss man ja. Und du hast es auch noch gar nicht gesehen, wie das vielleicht auch von außen aussah und so, da kann man sich meistens nicht so gut einschätzen, halt aus einer ganz anderen Perspektive. Ja, eben ganz genau. Ja. Und ja, ansonsten würde ich dich noch fragen, wie das zu deinem Kampfnamen kam. Also wer hat sich den ausgedacht, wie bist du darauf gekommen? Ist das
Der Patriot. Dass ich einen Kampfnamen haben wollte. Die Schreibweise Patriot ist ähnlich wie Patrick Rokol, also die ersten drei Buchstaben von meinem Vornamen und dann mein Nachname. Ah. Und ist ja schon recht passig. Patrioten kämpfen ja für was, ich kämpfe auch. Und ich kämpfe quasi für Deutschland im Ring, wenn ich im Ring stehe, für die Sportnation Deutschland. Und von daher fand ich den Namen recht passig. Er ist zu keiner Art und Weise irgendwie politisch, sondern tatsächlich rein sportlich. Aber du hast ihn sehr selbst ausgedacht sozusagen. Ja. Also bist selbst drauf gekommen. Okay. Und dann habe ich hätte ja auch sein können, du arbeitest ja auch mit einem Hip-Hop-Künstler zusammen, der den Song für dich komponiert hat. Hatte ich gedacht, dass der vielleicht auch da drauf gekommen ist. Stimmt, da gab es so einen Song, den habe ich auch gehört, ja. Ja, Johnny S., mit denen arbeite ich aber noch nicht so lange zusammen, solange es den Kampfnamen gibt. Dem arbeite ich zusammen, nachdem ich Europameister geworden bin. Also ich glaube seit Ende 2018 so in den Dreh. Und das ist übrigens auch der Mensch, der mich im Bereich Homepage etc. auch unterstützt. Ah, okay. Also man merkt, du hast echt gute Kontakte für alles, was man so braucht, um sich zu vermarkten. Ja. Gute Freunde nicht auch. Das können nicht viele von sich behaupten. Ja, man sieht den Unterschied halt, ne? Das ist halt so, man sieht den Unterschied. Das ist halt, sollten sich vielleicht andere mal angucken oder davon lernen. Ja, ansonsten habe ich. Ja? Aber dazu muss ja die Menschlichkeit auch passen. Ich meine, die Leute, die so etwas für mich tun, mit denen bin ich halt auch über die Jahre, mit denen habe ich mich jetzt auch angefreundet. Also wir sind jetzt auch Freunde und nicht nur irgendwelche Geschäftspartner, sondern das passt das Menschliche halt auch, ne? Also man kann sich auf Biegen und Brechen irgendwie irgendwelche Leute suchen und macht was für mich und sondern das harmoniert halt so gut zusammen, weil das Menschliche auch passt. Okay. Sonst habe ich eigentlich nur noch eine Frage und zwar, was sind deine Lieblingsboxer? Hast du welche? Wen hast du verfolgt? Machst du es überhaupt? Vielleicht verfolgst du gar keinen, keine Ahnung. Ich überlege gerade. Muhammad Ali ist für mich ganz, ganz oben, also es gibt keinen besseren, der leider verstorben ist. Dann wäre auf jeden Fall auch mit zu den Top 10 Boxern aller Zeiten gehört sportlich, ist für mich Floyd Mayweather. Dann mag ich Andre Ward noch total gerne und von den aktuellen Boxern bin ich ein absoluter Fan geworden von Caleb Plant, von seinem Boxstil. Ja, es gibt schon den einen oder anderen Boxer, den ich gut finde, aber das sind so die Namen, die ich echt richtig gut finde. Und ja, vielleicht noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du so gern so Einschätzungen machst, aber wo wir schon vorhin über Feigenbutz gegen Jamal Saidi geredet haben, kannst du ja vielleicht mal einschätzen, wie der Kampf ausgeht, oder du kannst auch was zu Jack Kulka gegen Abbas Barau vielleicht sagen, wenn du lieber darüber reden würdest, was du so denkst. Gibst du dich da einen Favoriten? Wie findest du die Kämpfe? Wirst du sie dir angucken? Findest du es spannend? Erstmal sind das für mich beides absolute 50-50 Kämpfe, also Hut ab auch, dass diese beiden Paare zustande gekommen sind, auch zur momentanen Zeit, wo wir an Zuschauern nichts, also wo wirklich keine Zuschauer dort sein dürfen. Also das wären für mich eigentlich Kämpfe gewesen, die es auch geschafft hätten, wieder irgendwie eine Halle zu füllen. Aber sportlich beides 50-50. Man muss sehen, wie Vincent sich zurechtfindet im Mittelgewicht. Und ja, Saidi ist ein super Boxer. Feigenbutz ist ein sehr harter Boxer. Von daher werden wir mal sehen. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wer da am Ende des Tages mein Favorit ist. Und bei Abbas gegen Cool Jai, ja, der eine ist jung, richtig hungrig, extrem hart und der andere ist halt mega erfahren. Wobei ich aber sagen muss, so ein ganz leichter Favorit ist für mich Abbas. Das ist momentan so einer der wenigen Boxer, denen ich auch zutraue, international richtig viel noch reißen zu können. Mit Adam Daldis, das sind so die beiden Boxer, denen ich das momentan zutraue. Das ist so meine Einschätzung zu den beiden Kämpfen. Okay. So wie von interessanter Ansicht, weil ich glaube nämlich immer noch, dass. Und da werden wir noch in den nächsten Folgen dann noch drüber sprechen. Aber ich tippe jetzt schon mal auf Kulka. Aber
sagen wir mal so, hinterher weiß man immer mehr. Ja, wobei im letzten Kampf hat er mir nicht ganz so gut gefallen, aber bei großen Kämpfen hat er halt eigentlich immer abgeliefert. Also es ist sehr, sehr schwierig. Das ist halt nur meine persönliche Einschätzung, weil ich finde, ja, aber du hast da vollkommen recht. Letzter Kampf denkst du, naja, und dann hast du da irgendwie einen Weltklasse-Gegner und dann denkst du, wow, er liefert. Also ich glaube, Kulka ist so der Typ, der springt nur so hoch, wie er muss. Ja, das kann also wie so ein Pferd, das so hoch springt, wie es muss. Ja. Und interessant ist jetzt halt auch, dass Abbas einen neuen Trainer hat und für mich einen der besten Trainer, den es überhaupt gibt. Also es ist so einer meiner Favoriten auch aus England mit Adam Booth. Muss man halt gucken, ob das auf Anhieb gleich klappt, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr, sehr fähiger Mann, den er jetzt in seiner Ecke hat. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, für mich 51, 49 Abbas. Ganz knapp, ja. Ja, es muss ja auch, es ist einfach nur eine Frage, das ist auch nur Einschätzung, wir können alle falsch liegen, wir werden darüber noch länger reden und da muss sich auch keiner irgendwie beleidigt fühlen, nur weil er jetzt nicht als Favorit genannt wurde. Ich meine, das sind alles nur Tipps, die können gut daneben liegen, die können zutreffen, aber das ist auf jeden Fall geile Kämpfe. Ja, und es ist alles super Boxer, ne? Also egal wer der Favorit ist, das heißt ja nicht, dass der andere schlecht ist. Ja. Das meint man ja so viel im Boxdeutschland. Wenn man einen gut findet, dann ist der andere immer gleich schlecht und ist der andere immer gleich beleidigt. Aber naja, wie gesagt, tolle Kämpfe. Wir werden sehen. Ein Tag vor der Veranstaltung im Braunen Lager, wo ich den kämpfen werde. Genau, ach so, ja genau. Und dich kann man ja dann wahrscheinlich bei Bild Plus sehen, bei der Hook-Veranstaltung. Genau, am 29.08. muss man halt noch mal gucken, und da sind ja auch, glaube ich, ganz wenige Zuschauer eingeplant. Also irgendwie, habe ich gelesen, bis 200 oder so? 500. Habt ihr? 500. Ach, 500 sogar. Ach, wow. Ach, ja, krass. Okay, das sind ja ein paar. 500, ein gutes Hygienekonzept. Ich glaube, mit 2 Meter Abstand zwischen den Sitzplätzen. Ja, und da können die Leute schon die Tickets wahrscheinlich kaufen, ne? Genau, die gibt es schon zu kaufen. Und die werden auch schnell weggehen. Also da bin ich mir ganz sicher. Und sonst, wo können die Leute dir folgen? Willst du nochmal deine Social-Media-Konten, Adressen nennen? Ja, gerne bei Instagram und Facebook, aber auch bei Spotify. Dort habe ich auch einen frischen neuen Kanal, wo ich regelmäßig 3 Playlists bezüglich Boxmotivation mit Musik füttere. Da kann man mir auch gerne folgen. Ja, stimmt, das habe ich schon gesehen, dass du da ein bisschen Motivations fürs Boxtraining, so Motivation-Songs da hast irgendwie. Habe ich ein bisschen reingehört. Okay, ja, wenn Robert, also ich bin fertig, wenn ihr nichts mehr sagen wollt, dann war es das, glaube ich. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich danke dir recht herzlich für dieses Interview. Wenn euch dieses Interview gefallen hat, schreibt es uns in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, hat mir Spaß gemacht. Deutschlands erster und einzig wahrer Podcast zum Thema Boxen. www.boxpodcast.de. Interviews, Analysen und noch viel mehr. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, iTunes Music und Spotify. www.boxpodcast.de. Aber nur, wenn ihr ehrliche Meinungen wollt.